Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, willkommen beim Teil 3 des Projektes Possenhof. Wir sind heute immer noch bei den Holzarbeiten, aber haben hier schon mal drei, naja, ziemlich holztechnisch fertig aussehende Module. Aber es gibt noch Arbeit, denn wir müssen ja so ein bisschen Gleisuntergrund noch schaffen. Bei vielen ist das immer so ein Thema, ja, was nehme ich? Nehme ich Kork, nehme ich Gummikork? Also wir haben hier uns für Balsaholz entschieden, weil das aus unserer Sicht einfach, sagen wir mal, die besten Eigenschaften hat. Es kommt bei uns jetzt nicht so darauf an, dass wir da jetzt die tierischste Geräuschdämmung haben, weil unsere Fahrzeuge an sich schon relativ leise sind. Also die haben meistens dann nicht mehr die Originalmotoren und manchmal auch nicht mehr das Originalgetriebe. Und da ist einfach die Geräuschentwicklung eine andere. Dann gibt es hier so diverse Arbeiten, wo dann also schon die Böschung, na, da entsprechend bearbeitet wird. Also hier hatte ich als irgendeiner Verpackung, das war auch irgendwas, was mir zugeschickt wurde, irgendwas Modellbahnmäßiges, ich weiß auch nicht mehr, was das war. Das war, glaube ich, von eBay. Und da habe ich also dieses blaue Schaumpolysterol her, was sich also recht gut verarbeiten lässt. Also ich muss dann, ich habe ja da jetzt auch keine Erfahrung, ich muss da echt mal gucken auf dem Baumarkt, ob es das auch so gibt. Also das war sehr, sehr schön. Es ist übrigens wieder schnell gedreht, ne? Also die Arbeitsgeschwindigkeit, denke ich mir mal, die war relativ hoch. Hier ist sie noch ein bisschen, im Video ein bisschen beschleunigt habe. So, da muss ein bisschen was ausgeschnitten werden, weil da noch ein bisschen Holz drunter war. Deshalb hier diese eingeschnittenen Stufen. Also zwischen dem unteren Brett, was jetzt gerade eingeleimt wird, und dem oberen gab es da noch so, naja, wie so eine Art Halterung und die musste jetzt hier aus dem Schaumpolysterol rausgeschnitten werden. Hat so ein bisschen was von den alten Stummfilmen, wenn man das jetzt hier so schnell sieht. Aber es ist, ja, es ist, das Video würde hier 25 Minuten dauern und würde sich wirklich sinnlos in die Länge ziehen und der Inhalt wäre der gleiche. Und deshalb das alles ein bisschen schneller gedreht. Hier zum Beispiel nicht, das ist Originalgeschwindigkeit, weil das nur eine kurze Sequenz ist. Ja, auch die Gleise, also den Gleisunterbau, der wird hier also auch eingeleimt, zurechtgesägt, eingeleimt. Die Ecken dann, also die Kanten, schräg geschliffen, dass wir also nicht so viel Schotter verbrauchen. Und die abgeschnittenen Modulbeine dienen hier als Gewichte. Kommt da noch was oben drauf, weil ja Alu relativ leicht ist. Ja, inwieweit das jetzt bei dem Balsaholz was bringt in Richtung Schalldämmung, also für den normalen Modellbahner, kann ich leider nicht sagen. Also da gibt's, haben wir keinen Erfahrungswert. Es gibt ja da jemanden,
der Sporen fährt, der das alles mal so richtig wissenschaftlich versucht hat herauszufinden. Allerdings hat er eben das Balzerholz nicht mit untersucht, sondern nur diverse Kork- und Gummikorksorten. Und ja, gut, aus meiner Sicht war das Ergebnis, ja, Schallschutz lohnt sich nicht. Ne? Es hat wirklich nicht so viel gebracht. Ja, und er hat dann also auch die Lokomotiven dann rasen lassen wie so ein Wilder. Also das ist sowieso der allerbeste Schallschutz. Also angemessene, vorbildgerechte Geschwindigkeiten, das ist der beste Schallschutz aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, das Thema ist hier bei den Fremdmodulen, ist das eigentlich nicht relevant. Das sind übrigens die Gleise, die dann zum Lokschuppen gehen, die jetzt hier gerade ihren Unterbau bekommen. Hier dann sozusagen der Abschluss der Arbeiten. Hier fehlt praktisch nur noch das Gütergleis, was dann später noch. Hier ist es schon dabei. Na, hier sieht man es also schon. Und ja, und dann hat man im letzten Teil dieses Stück, wo wir das eine Modul hier so ein bisschen schräg, die obere Platte so ein bisschen schräg gesägt haben. Hier sieht man warum, weil dort eben das Gelände abschüssig ist. Hier haben wir wieder unseren schönen blauen, unser schönes blaues Schaumpolsterrohr drin, was sich hier hervorragend bearbeiten lässt. Ja, und auf der einen Seite geht es nach unten, auf der anderen Seite geht es nach oben. Da wird also hier so ein bisschen Böschung eingefügt. Wackelt alles schön hier beim Verleimen, was dann auch entsprechend beschnitten wird. Dann gab es auch noch ein paar kleinere Arbeiten. Hier ein von mir entworfener und gedruckter Bahnsteig soll also hier, na, Schienen mit Schwellen, na, wie man das. Also ich habe mich dann dagegen entschieden, das also selber zu bauen, sondern das eben zu zeichnen. Die sind dann hier eingepasst worden. Die weißen ist also hat der Kollege gedruckt, die grauen ich. Hier sieht man dann so, wie wir das hier angepasst und gebaut haben. Ja, dann gibt es noch hier Fräsarbeiten im Lokschuppen, wo also hier ein Teil eingebaut wird, das also vom Kai aus Dresden stammt, der ja das wahrscheinlich für seinen Bahnhof Schwarzbach entwickelt hat. Den Bahnhof haben wir ja in meinen Videos auch schon ein paar Mal gesehen. Na, das ist also hier eine große Zusammenarbeit. Und dann hatte ich im letzten Video auch das Thema Modulbau nochmal angesprochen. Ich habe dort, naja, gesagt, dass die eben in einer gewissen Länge geliefert werden und dann gekürzt werden müssen. Das machen wir hier gerade auf der Kreissäge. Und ja, und da entstehen eben diese kurzen Teile, die wir dann als Gewicht oder als Abstandslehre oder was auch immer verwenden können. Mit diesem Bild möchte ich mich von euch verabschieden. Wir haben hier einfach mal so fürs Foto einen Prellbock hingelegt. Das ist nicht der Prellbock, den wir dann genommen haben. Aber es sind die einzigen drei preußischen oder vier preußischen Schwellen, die dann in Possendorf zum Liegen gekommen sind. Ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen und wir freuen uns alle auf den nächsten Teil. Ja, einen schönen Abend und macht was draus.